Hallo, ich hatte heute Lust, über ein Buch zu sprechen, das ich diesen Monat gelesen habe. Und als ich meine Bücher durchgegangen bin, die ich im Juli bisher so gelesen habe, dachte ich mir, oh, über dieses Buch würde ich gerne sprechen. Und wie das eben manchmal bei mir so ist, dachte ich mir, Moment, dieser Aspekt hat mir sehr gut gefallen. Da könnte ich eigentlich noch ein anderes, was ich diesen Monat gelesen habe, noch dazu packen. Denn das haben sie gemeinsam. Und wenn ich schon wieder so eine Buchgruppe mache, dann kann ich auch noch das dritte dazu packen. Denn alle drei sind zwar sehr unterschiedlich, aber haben etwas gemeinsam, und zwar das unerwartete Ende. Als erstes Buch mit überraschendem Ende möchte ich euch gerne Julian Barnes vom Ende einer Geschichte vorstellen. Dieses Buch hat mir unglaublich gut gefallen und ich habe mir lange Zeit, bevor ich mich jetzt hier hingesetzt habe, um das Video zu drehen, Gedanken gemacht, wie viel ich über dieses Buch erzählen kann, sollte oder möchte, ohne euch zu viel zu verraten. Und ich dachte mir, lieber etwas weniger als zu viel. Hier geht es letzten Endes um Tony Webster, einen mittlerweile schon etwas älteren Herrn im Ruhestand, der auch geschieden ist, aber noch einen sehr, sehr guten Draht zu seiner Ex-Frau hat, und auch mit seiner mittlerweile erwachsenen Tochter versteht er sich sehr gut. Seine Geschichte beginnt eigentlich in der Schulzeit. Dort ist er mit drei Jungen sehr dicke befreundet und so begleiten wir sie eben ein wenig in der Schulzeit, und sobald die Jungs ihren Schulabschluss haben, zieht es sie alle woanders hin und sie verlieren sich nach und nach immer mehr aus den Augen. Und so leben eigentlich alle vier ihr Leben. Eines Tages erhält Tony Webster dann einen Brief, wo ihm mitgeteilt wird, dass er ein Erbe erhalten soll. Wer gestorben ist, werde ich hier natürlich nicht verraten. Bei dem Erbe handelt es sich zwar auch um einen Geldbetrag, doch der Geldbetrag ist, ich sag mal, für ein Erbe jetzt eigentlich nicht weiter nennenswert. Er ist nicht, ist kein besonders großer Betrag. Es geht hauptsächlich tatsächlich um eine Sache, die er bekommen soll. Doch durch bestimmte Gegebenheiten und Umstände gestaltet sich es etwas schwierig, an dieses Ding zu kommen. Und so nimmt die Geschichte einfach ihren Lauf. Falls jetzt der Eindruck entstanden sein sollte, dass es in diesem Buch hauptsächlich um eine spannende und actiongeladene Handlung geht, dass eben Tony Webster versucht, an dieses Erbe zu kommen, nein. Also natürlich ist die Geschichte spannend und insbesondere finde ich, war der Aufbau großartig. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und es fesselt einen auch, aber mehr noch oder mindestens genauso sehr, wie es um die Handlung geht, geht es auch um die Fragen, die während des Lesens aufkommen. Was ich damit sagen will, ist, dass dieses Buch einen sehr zum Nachdenken anregt, denn Tony Webster, also das Erbe, dieses Ding, ist natürlich der Anlass dafür, dass Tony Webster versucht, seine Geschichte, sein Leben zu rekonstruieren. Er versucht, vieles zu verstehen. Und deswegen fängt er seine Geschichte eben auch mit diesen Rückblenden an. Deswegen beginnt auch alles in seiner Schulzeit und nimmt von dort seinen Lauf. Und während er eben versucht, das alles, sein Leben und alles zu rekonstruieren und nachzuvollziehen und besser zu verstehen, hinterfragt er vieles. Er stellt vieles fest und er hinterfragt vieles. Und das fand ich eben so toll an diesem Buch. Der Leser fängt automatisch auch an, selbst nachzudenken und vieles zu hinterfragen, bekommt neue Einblicke, neue Perspektiven. Ich glaube, ich muss es einfach ein bisschen genauer benennen. Das tue ich jetzt auch. Es geht unter anderem um das Erinnern und um die Verlässlichkeit unserer Erinnerungen. An was erinnern wir uns? Wie erinnern wir uns? Was haben wir vergessen? Warum haben wir es vergessen? Was von dem, was wir unsere Geschichte oder unsere Vergangenheit nennen, ist wirklich wahr? Und warum legt man sich bewusst oder unbewusst seine eigene Vergangenheit oder seine eigenen Erinnerungen zurecht? Diese Sichtweisen fand ich an diesem Buch wirklich überaus interessant. Und dabei geht es auch nicht nur um die Erinnerungen und um die Vergangenheiten von einzelnen Menschen, wie ein Individuum sich erinnert, sondern auch um die Geschichte selbst, also ne, die Weltgeschichte. Und das fand ich so lustig, denn ich hatte damals meinen Geschichtslehrer tatsächlich auch in der Schule gefragt, warum wir davon ausgehen müssen, dass alles, was in unserem Geschichtsbuch steht, wirklich stimmt. Abgesehen davon geht es in diesem Buch auch um die Entwicklungen im Leben, also die Unterschiede zwischen alt und jung, die Hoffnungen, die man als junger Mensch hat und die Ernüchterung, die einen dann im Alter einholen. Oder ja, ob sie einen wirklich einholen müssen jedes Mal, warum sie einen einholen und so weiter. Also in diesem Buch steckt wirklich sehr, sehr, sehr viel. Viel Philosophisches,
viel über Selbsterkenntnis, viel über Realität, Wahrheit und Wahrnehmung. Mich konnte es absolut begeistern und das Ende war natürlich eine Riesenüberraschung und ich fand es wirklich toll. Also gegen Ende hatte ich schon eine Vorstellung, habe gedacht, ja, so sind die Verhältnisse, so hängt alles zusammen. Doch dann, ja, fing ich an zu zweifeln und dachte, nee, irgendwie passt das doch nicht so ganz. Und das Ende, ich werde natürlich nichts sagen, es bleibt aber relativ offen. Also ich denke, man kann es so, so oder so verstehen. Ich habe meine Antwort für mich gefunden. So viel zu dem Buch. Wenn ihr also mal in der Stimmung seid für ein Buch mit einem tollen Ende, mit überraschenden Wendungen, einer schönen Entwicklung, einem tollen Aufbau und insbesondere natürlich auch Lust habt auf ein Buch, das sehr zum Nachdenken anregt, kann ich euch vom Ende einer Geschichte wirklich wärmstens empfehlen. Mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das nächste Buch mit überraschendem Ende, was ich euch vorstellen möchte, ist von Amélie Nothomb. Im Namen des Lexikons. Hier geht es um Plektrüd. Plektrüds Mutter ist noch während der Schwangerschaft davon überzeugt, Nomen est Omen. Meine Tochter wird etwas Besonderes, deswegen kann ich ihr keinen 0815 Namen geben. Und so kommt Plektrüd eben auch zu ihrem außergewöhnlichen Namen. Plektrüd wächst bei ihrer Tante auf. Weshalb wird zwar gleich am Anfang des Buches schon erklärt, aber ich möchte nicht weiter darauf eingehen, denn auch das ist schon eine sehr besondere Geschichte. Und ja, Plektrüd wächst bei ihrer Tante auf und sie ist tatsächlich auch sehr einzigartig. Einerseits übt sie schon in sehr jungen Jahren eine Faszination auf viele Menschen aus. Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung und besondere Eigenarten. Und sie hat ein ganz großes Talent fürs Ballett. Auf der anderen Seite ist sie, was die schulischen Leistungen angeht, sehr, sehr schlecht. Und so vereint sich eigentlich schon Genie und Niete, wenn ich das so sagen kann, in diesem Mädchen. Da alle Bemühungen, die schulischen Leistungen zu verbessern und bessere Noten zu bekommen, scheitern und sie gleichzeitig aber auf der Ballettschule ein Ausnahmetalent ist, entscheidet sich Plektrüd für eine Karriere als Balletttänzerin schon sehr früh. Und so lässt sie sich einschreiben für das Ballettinternat in der Pariser Oper, wird dort auch aufgenommen und wir begleiten sie ja, in ihrer Zeit dort und wie sie das eben alles empfindet, wie sie dort zurechtkommt und so weiter. Ja, die Dinge nehmen ihren Lauf, es passieren einige Sachen und es entwickelt sich nicht immer alles so, wie man es sich erhofft hat, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen. Das Ende war für mich sehr überraschend, insbesondere an einer Stelle, also wirklich gegen Ende, wo ich dachte, was, steht das jetzt wirklich da? Und ich musste den Satz tatsächlich 2-3 Mal lesen, weil ich mich wirklich sehr gewundert habe, weil einfach etwas passiert ist, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich mochte das Ende wirklich sehr, sehr gern. Also ich denke wirklich, dass man sich darauf einlassen können muss, um dieses Buch genießen zu können. Und ich denke, dass es deswegen auch tatsächlich bei diesem Buch 2 Lager geben kann. Die, die es anspricht und die es sehr, sehr mögen. Mich konnte das zum Beispiel sehr begeistern. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass nicht jeder den Zugang findet zu diesem Buch. Also vielleicht wird man denken, ja, alles schön und gut, aber das Ende war total Banane. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, versucht's, probiert's aus, wenn ihr Interesse habt. Ich weiß auch nicht, ob alle Nothomb-Bücher in dieser Art sind. Würde mich aber interessieren, wenn ihr mehr von Nothomb gelesen habt, sagt mir gerne, welches euer Lieblingsbuch ist, denn ich möchte gerne nochmal ein anderes von ihr lesen. Ja, so viel zu dem Buch und jetzt zum letzten. E. Lockhart, We Were Liars. Das wurde schon sehr, sehr häufig auf YouTube in die Kamera gehalten. Ich habe es in einem Tag, glaube ich, durchgelesen, ja. An einem Tag war ich durch, denn es konnte mich absolut fesseln. Es konnte mich packen, es war absolut spannend geschrieben, aber ich sage euch erstmal, worum es überhaupt geht. Hier geht es um eine Protagonistin, die jeden Sommer mit ihren Cousins und Cousinen, ihrer Mutter, ihren Tanten und ihren Großeltern die Ferien auf einer Privatinsel verbringt. Es ist eine kleine Insel und gehört den Großeltern. Dort verleben sie jedes Jahr eine wunderbare Zeit. Ein Sommer jedoch passiert ein Unfall und die Protagonistin stößt sich den Kopf an einem Felsen im Wasser und kann sich, ja, dadurch leidet sie an Gedächtnisverlust. Sie kann sich an Sachen, die kurz vor dem
Unfall passiert sind und auch an Sachen, die kurz nach dem Unfall passiert sind, nicht mehr richtig erinnern. Sie hat sehr viele Lücken und sie versucht aber immer wieder, ja, dahinter zu kommen. Sie versucht, sich zu erinnern, was nicht so leicht ist. Auch wenn sie ihre Mutter häufig fragt, was ist denn da alles passiert, sagt die Mutter ihr, ich habe dir das schon so oft gesagt, aber du vergisst es immer wieder. Und die Ärzte raten eben auch dann dazu, dass sie sich von selbst an Sachen erinnert. Und sie hat natürlich großes Interesse daran. Sie will wissen, was ist da eigentlich alles passiert? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und warum ist alles so, wie es jetzt ist? Und mit der Zeit erfahren wir eben immer mehr. Wir erfahren die Hintergründe und Stück für Stück kommen wir den großen Geheimnissen, die auf der Insel passiert sind, immer näher, was es mit dem Unfall auf sich hatte und so weiter. Mehr möchte ich nicht verraten, denn ich denke, je weniger man weiß, umso besser ist es. Es ist auf jeden Fall sehr einfach geschrieben. Ich habe es auf Englisch gelesen. Es ging super einfach, super leicht. Es war spannend, es war packend, es gab tolle Wendungen und das Ende ist eine absolute Überraschung gewesen. Ich habe es nicht vorhergesehen. Es hat mir unheimlich gut gefallen. Wie gesagt, kann ich wirklich auch wärmstens empfehlen. Das waren die drei Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe mit überraschendem Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr diese Bücher schon kennt und wie ihr sie findet oder ob ihr noch vorhabt, sie zu lesen. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut. Ciao!